Meine Damen und Herren, ein herzliches Hallihallo zu einer weiteren unterwassertastischen Folge Subnautica, dem Unterwasser-Survival-Adventure unseres Vertrauens. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und natürlich auch ein dickes Dankeschön für die Likes und Bewertungen im vorangegangenen Video und im bisherigen Projekt. Ich bin hier gerade auf der Suche nach Titan, denn ich möchte mir eine zweite Base bauen, die ich schon in so vielen Folgen zuvor erwähnt habe. Ich habe jetzt mir heute gedacht gehabt, hey, ich möchte Nägel mit Köpfe machen. Und deswegen suche ich mir jetzt hier ein bisschen Titan, ein Titanvorkommen, werde das abbauen und dann baue ich mir direkt am blauen Baum eine kleine Workstation, wo wir auch unser Salzproblem auf Dauer, auf Langzeit gelöst bekommen. Auf Langzeit. Als allererstes müssen wir anfangen mit 6x Titan brauchen wir. 6x Titan. Hier waren sonst Titanvorkommen, wir müssen nur das Richtige finden. Und dann schauen wir mal. Alles andere ergibt sich dann im Flow wie immer, wie eh und je. Lasst uns loslegen. Viel Arbeit steht an. Wie immer. Titanvorkommen, Titanvorkommen. Haben wir hier eins? Nee, das ist Nickel. Nickel. Wir können uns jetzt mit Nickel wirklich nahezu tot schmeißen. Da, Titan. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Hey! Die Leine! Oh Gott, der hat uns richtig erwischt. Der hat uns übel erwischt. Wir haben Breitseite. Wir haben Übergewicht. Das ist noch mehr Titan. Alter. Okay. Das ist aber unser Titan. Dafür werden wir kämpfen. Für dieses Titan. Na, wo war es denn? Da vorne ist es. Ja, müssen wir bauen. Führt kein Weg dran vorbei. Wir brauchen auf jeden Fall eine Zwischenstation zum Lava-Biom. Ich glaube, da geht es noch ziemlich tief hinab. Ziemlich tief, sehr weit. Na? Bisschen schneller könnte abbauen. Ein bisschen unnötig, also für die paar Einheiten. Geklickt werden die auch viel schneller aufgesammelt. So ein kleines Geschicklichkeitsspiel wäre hier nett gewesen. Irgendwie den, keine Ahnung, den Bohrer an der richtigen Stelle ansetzen und plopp, plopp. Und hat dann irgendwie die Stückchen schneller abgebaut. Egal. So, wir nehmen gleich noch eine doppelte Ladung Titan mit, weil wir werden ganz viel davon brauchen, sofern wir das können. Wunderbar. Okay. Können wir gar nicht mitnehmen. Schade. Wir bauen erstmal. Wir wollten beim blauen Baum wollten wir bauen. Ein Glück habe ich ein bisschen Wasser mitgenommen. Ich hoffe mal, dass wir bis zum... Da, der blaue Baum. Bis zur Filteranlage kommen jetzt in einem Stück. Damit wir jetzt nicht nochmal gezwungenermaßen runter zu Asgard müssen, um uns ein bisschen Wasser zu holen. Das wäre schon eine feine Sache. Ich habe ja noch ein paar Flaschen. Nicht viel. Hallöchen, na? Am Lebensbaum. Natürlich bauen wir am Lebensbaum. Wo sonst? Guckt euch das an. Dieses wunderschöne Ambiente voller Wunder und Hoffnung. Glitzer, Glitzer. Kann ich mich hier aufladen? Geht das vielleicht? Am Lebensbaum, der hat doch so eine komische Wirkung auf uns gehabt. Berühre ihn. Berühre ihn! Nee, macht er nicht. Schade. Es sieht nur cool aus. Es macht... Letztendlich macht es gar nichts. Es ist wahrscheinlich einfach nur... die Wasserschlieren, die dann einfach eingefärbt werden durch... Ja, durch die lilane Strahlung hier. Egal, wir bauen einen Mehrzweckraum. Genau hierhin, oder? Bisschen weiter hier drüben. Vielleicht können wir da noch was anderes anbauen. Vorsichtig. Hey. Was habe ich denn jetzt gemacht? Kann man den drehen mit R oder so? Wie war denn das? Soll ja auch halbwegs schick aussehen. So Pi mal Daumen ist auch in Ordnung, aber... Yay! Wir brauchen Luft. Erstmal ganz wichtig, brauchen wir Luft und Strom brauchen wir.
Müssen wir mal gucken, wie wir das alles hinbekommen. Ich kann ja mal einen Schluck aus der Flasche nehmen. Eine Luke. Ja, eine Luke zum Reingehen ist natürlich auch ganz nett. Wollen wir mal oben eine bauen? Ist dann automatisch dann eine Leiter dran, ne? Wo ist denn die Luke hier? Luke! Ne, hier baut er keine Luke ran. Yay! Ah, ja, das geht aber noch in Ordnung. Das geht wirklich in Ordnung. So, rein optisch. Sauerstoff brauchen wir, genau. Weil wir keinen Strom haben hier drin. Welche Strommöglichkeiten hätten wir denn? Solar können wir natürlich vergessen. Bioreaktor wäre, glaube ich, die beste Sache. Oh, wir können ja niemals Schmierstoff produzieren. Da müssten wir zum Seetong wieder rüber. Mann. Wasserfilteranlage, Aerogel. Wenn ich mich recht erinnere. Gelsäcke und Gold? Nee, Gelsäcke und Coca-Cola oder so. Plaststahl, Blei könnten wir hier kriegen. Kernreaktor, wenn ich nehme mal den Kernreaktor. Dafür brauchen wir erstmal einen Fabrikator und den können wir auch nicht herstellen. Ohne Strom. Ohne Strom kein Fabrikator. Damn. Gibt es hier wirklich keine Möglichkeit? Wandelt Hitze bei mittlerer Effizienz Energie um. Oh, das ist doch gut. Das brauchen wir. Es ist hier noch... Ach, shit, hier ist gar nicht heiß. Nein! Nein! Bis wohin ist es denn heiß, bitte? Ist hier noch heiß? Ja, hier müssen wir bauen. Na ja, gut, ein Stückchen weiter drüben. Können wir das Ding wieder abreißen? Das brauchen wir. Genau das brauchen wir. Dann brauchen wir uns nämlich gar nicht um Energie kümmern. Abbauen mit Kuh, ne? Nicht, dass wir jetzt nicht mehr genug Titan haben. Ich hoffe, das funktioniert auch so, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht mal kurz durchatmen. An der Motte. Motti, wo bist du? Motti, da drüben. Schön da, wo es heiß ist. Oder da drüben ist da drüben mehr Platz. Hier müsste auch heiß genug sein, aber da kann man schlecht bauen, ne? Ja, da kann man schlecht bauen. Das wäre ganz cool, wenn wir dann genug Energie hätten oder zumindest etwas, womit wir arbeiten können. Hier wäre noch ein bisschen Titan. Soll das ein Weg mit dem Zaunfall sein? Schicksal mal wieder. Den nehme ich gerne an. So, Basiselemente. Ja, hier schön da, wo es heiß ist, ne? Oh, das wird alles so einzeln. Ich muss woanders rein dann. Mach mal. Bau mal. Hier hin. Ja, nee, von hinten lieber, genau. Hier können wir sowieso nichts ranbauen, das wäre viel zu eng. Ist hier immer noch heiß? Nee, hier ist schon wieder kühler. Sehr schön. So, was brauchen wir denn alles für... Magnetit, alles gesehen. Magnetit und das Aerogel. Was war nochmal Aerogel? Ich glaube, Glibber, also die Gelsäcke. Gelsack und Rubin. Haben wir ja alles. Wie viel brauchen wir davon? Wie viel brauchen wir davon? Ein Aerogel, also ein Glibbersack. Und ein Rubin. Glibbersack haben wir, ein Rubin brauchen wir nur. Ein Rubin. Titan, 5 haben wir gleich um die Ecke. Und Magnetit. Gab es hier auch in vielen Vorkommen. Ja, Strom ist erstmal unser allererstes Belangen hier. Schnell weg, ist so heiß hier. Oh nein. So. Ein Rubin. Finden wir hoffentlich hier sehr bald. Magnetit, sehr wichtig. Schwefel, Uran. Tralala. Noch mehr Magnetit, ist ja wunderbar.
Ist ja wunderbar. Nimm mal ein Medikit. Siehst nicht mehr gut aus. Siehst nicht gesund aus, mein Freund. Und einen Rubin, bitte. Lithium, oh. Hier lässt es sich auf jeden Fall aushalten. Und dann müssen wir irgendwann mal ein paar Samen rüberschleusen. Dann haben wir dann auch da hier noch ein Beet. Ich glaube, ein Viererbeet reicht vollkommen aus, um uns über die Runden zu bringen. Magnetit! Yeah, Speck, Digga, was geht? Und wenn die Energie nicht reicht, dann bauen wir einfach noch ein. Dann bauen wir einfach noch ein Wärmekraftwerk. Das wird eine schöne Sache. Eine schöne Sache, eine feine Sache. Vor allem mit regenerativen Energien realisiert. Oh ja. Yeah, baby. Hier gibt's Rubine, ne? Hier gab's doch zig Rubine. Gut, hier unten kann ich sie leider nicht aufheben. Rubine. Hallo? Wenn nicht, dann müssen wir noch ein Stückchen Richtung wieder Lava-Biom. Da, Rubine! Haha! Auch Tischkorallen hätten wir hier. Wir nehmen kein Salz, aber... Mal gucken, wir machen alles schon. Nimm noch einen zweiten mit. Wir wissen zwar, jeder Gang macht schlank, aber... Wir müssen es ja nicht provozieren. Titan können wir auch gleich mitnehmen. Gib alles, kleiner Bohrer, gib alles. Könnte was werden. Zur Not müssen wir jagen gehen, aber dafür haben wir das Thermomesser ja gebastelt. Das bringt uns auch über die Runden. Sehr zuverlässig, die ganze Geschichte. Sehr, sehr zuverlässig. Na, sind wir voll? Noch nicht. Aber jetzt so. Und ab dafür. Noch eine Flasche. Wir dürfen auch die Zeit nicht vergessen. Es dauert ein bisschen, bis der Wasserfilter angelaufen wäre. Und noch steht er noch nicht. Noch wissen wir noch nicht mal, ob das funktionieren wird. Mit dem Wärmekraftwerk, so wie wir uns das vorgestellt haben. Aber es ist ja warm genug hier. Also, wo sollte es funktionieren, wenn nicht hier oder wenn nicht da vorne? Das ist wunderschön hier. Oh oh. Wir müssen essen. Gibt's hier Fischis? Fischlis? Sorry. Ich bin gerade durch dich durch. Wollte ich nicht. War nicht beabsichtigt. Wir checken mal erstmal ganz kurz, was wir jetzt brauchen. Frachtraum. Oh, wow, 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 wow. Nee, wir müssen ja außen bauen. Außenelement. Wärmekraftwerk. Oh, wohin? Oh, das können wir raufstellen. Das ist ja geil. Das machen wir auch. Nice. Warum ist es noch nicht fertig? Aerogel? Ach, weil wir keinen Fabrikator hier haben. Nein, tu mir das nicht an. Weil wir keinen Strom haben. Wir brauchen Aerogel. Strom. Naja, wir müssen sowieso zu Asgard dann. Okay, dann machen wir das. Wir müssen zu Asgard. Da können wir essen, trinken... Können wir auffüllen und dann können wir Aerogel mitbringen. Wie viel Aerogel? 2 Stück bringen wir gleich mit, ne? Ja. Den Rest können wir dann, wenn wir den Fabrikator dann haben, hier selber bauen. Fast! Wir haben es fast geschafft gehabt. Solar wird hier nicht funktionieren. Kann man nicht machen. Das ist fremdinvestiert alles hier. Fremdinvestiert. Deswegen müssen wir die Ressourcen erstmal herschaffen. Erstmal investieren. Lohnt sich dann später. Falsche Richtung? Ja, ne? Genau, wir müssen da lang. Was hat uns denn eigentlich gefehlt gehabt? Wir wollten doch, ursprünglich wollte ich doch den Wärmereaktor für den Zyklopen bauen. Hat mir da nicht was gefehlt gehabt? Ey! Sag mal, ui!
Sag mal, mein lieber Scholli, stimmt denn mit dir nicht? Wow. Salz oder sowas, ne? Salz, obwohl Wärmereaktor, Salz? Nee. Ach, wir werden das schon feststellen. Aber für irgendwas hat uns Salz gefehlt gehabt. Werden wir schon feststellen. Willkommen zurück im Lava-Biom. Dem Ursprung allen Übels. Essen tue ich gleich zu Hause. Medikits darf man nicht vergessen. Ich hoffe, der Energiehaushalt haut noch hin. Wir hätten den Motor mal ausschalten sollen. Ich glaube, der lief die ganze Zeit. Bin ich sowieso so ein Spezialist, ganz in echt auch. Lass ich ganz gerne mal das Licht brennen. Sehr geil. Sieht sehr cool hier aus. Wir sind fast da. Wir haben es fast geschafft. Dann kann auch gleich mal wieder unser Motti oder Flitzer Motti gleich mal wieder ein bisschen aufladen. Hey! Weg da. Wer hat denn das volle Licht hier angemacht, bitte? Wir waren noch auf lautlos. Oh. Das war ein Verzweiflungshupen. Damn. Irgendwas wollten wir noch bauen. Aber erstmal klären wir jetzt die Basics. Deswegen sind wir hier. Trinke. Wasser haben wir noch ein bisschen, ne? Und zweites Medikit. Eins muss ich ja nehmen. Nimm mal beide mit. Nimm mal eins hier raus. Auch wenn es sehr viel Energie kostet. Eins packen wir hier rüber. Ach, hier haben wir noch drei. Hätten wir nicht raufklicken müssen. Aber nur ist es passiert. Oh nein, ich bin voll. Oh, wir haben so viele Ressourcen mit, die wir eigentlich drüben bei dem Bau brauchen. Halleluja. Das wird ja immer besser. Aerogel wollte ich herstellen, ne? Kostet auch wieder Energie, aber was willst du machen? So ist es nun mal. Kurz was in den Frachtraum legen. Wir müssen da sowieso dann wieder zurück. Oder 3, 6, 9. Wir könnten noch Plaststahl herstellen. Und dann müssen wir halt drüben das Titan nochmal neu abbauen. Wie viel Energie haben wir noch? Okay, ja. Ist in Ordnung. Plaststahl. Oder Titanbarren. Achso, weil es... Den Inventar checkt er nicht, ganz komischerweise. Dem von der Motte. Alles viel zu voll. Kriegen wir da drüben. Weiß ich nicht, ob wir den da drüben kriegen, den Diamanten. Aber ich muss ja auch erstmal nur was essen. Vital signs stabilizing.
So, Management mit kleinem Inventar. Aber wir haben es fast. Wir sind fast wieder satt. Okay. Esse ich noch einen über. Warum konnten wir das Ding nicht bauen? Holy. Ah ja, dafür haben wir das Salz gebraucht. Stimmt. Ich erinnere mich. Schade. Schade, dann können wir jetzt immer noch nicht aufladen. Wir brauchen das Salz halt. Aber dafür haben wir jetzt das Aerogel. Damit können wir drüben den Strom anschmeißen. Das ist ja schon mal ganz praktisch, ne? Aber wisst ihr was? Ich mache für heute erstmal hier Rast in der Asgard. Wir sehen uns morgen wieder. Wir werden dann rüberfahren zu unserer neuen zweiten Base, unserer Workstation. Und da werden wir dann anfangen, den Wärmereaktor zu Ende zu bauen. Dann gucken wir mal. Wir wollen ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Salzquelle hier unten. Was anderes würde ja gar keinen Sinn machen. Ja, ansonsten mega Folge. Falls ihr euch auch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns wieder. Hoffentlich sehen wir uns wieder im nächsten Video. Wiederschauen, reingehauen. Euer Leo, bis dann. Ciao. Ach, wir sind noch drauf. Warum eigentlich? Gute Frage. Hat er gerade nicht auf Stopp gedrückt, ne? Halunke der. Wiederschauen, reingehauen. Euer Leo, bis dann. Ciao.